Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Mein Mikrofon wollte sich nicht entmuten, aber es hat am Ende noch funktioniert. Meine Pollenallergie sagt auch Dankeschön, dass du wieder aufnimmst. Halleluja. Okay, wo waren wir denn in der letzten Folge stehen geblieben? Ich bin mit Selene nochmal hier hingegangen und habe jemanden mit Magie vernichtet. Das weiß ich. Und kaum fange ich mit der Aufnahme an, kommt auch der Kater wieder. Hallöchen. Ja. Gerade am Aufnehmen. Hast doch gerade wunderschön geschlafen. Ich würde tatsächlich mal mit Soul hier hingehen. Und euch als Verstärkung dazu holen. As you wish. As you wish. So, oh, hier oben wird's richtig gefährlich. Ready and able. Warte, kann ich denn den hier zerstören? Kann ich angreifen? Und dann macht mir auch keinen Schaden, das ist gut. Were you raised by wolves? Okay, kann ich den hier zerstören? Kann ich auch. Okay, dann zerstöre ich den mal mit der lieben Ivy. Dann haben wir das ja auch so ziemlich das Problem gelöst, würde ich mal behaupten. Du kannst den hier zerstören. Warte mal, wie weit kommst du denn eigentlich? Komm, stell dich dahin, dann kannst du nämlich den unten dazu tun. Nimm die Silberlanze. Level up für Timera und Eid. I must focus. Und ihr kommt weiter nach dorthin. Give me strong foes. Die Gegnerphase. Okay, so war das eigentlich jetzt nicht gedacht, aber okay. 8 Schaden können wir damit leben. Erstmal eine Revanche. Und jetzt sind beide Katzen wach. Das kann ja was werden. Tja, kein Schaden, ne? Oh, sehen bitte weich aus. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Und du kannst jetzt hier zum Dorf gehen. Oh no! I'll tell my Nana to hide. Use this to beat the bad guys. Rettung kann ja erstmal ins Lager gehen, das braucht man aktuell nicht. So, Kagetsu, bitte locke mal den Jude hier. Damit der schon mal weg ist. Kannst den hier vernichten? That was fun. Thanks. Beim Angreifen habe ich auch irgendwas. Er macht alles nicht so viel Schaden. Warte, macht er mehr Schaden, wenn ich von der Seite angreife? Nein, macht er nicht. Okay. Das ist doch schon mal gut. Und mit Ivy machen wir den Rest. Du kommst weiter hier hin. So, da muss man nur noch das erklären. Nein, nicht Bündnis. Ich wollte kein Bündnis machen. Einfach nur normal angreifen, bitte.
can't believe I did that. Aquas kriegt auch schon bald ein Level ab. Das ist gut. Naka macht den jetzt aber nicht ganz fertig, oder? Mit den Kart vielleicht auch nicht. Aber du machst den fertig. In der dritten Stufe. Oder auch nicht? Mich so verguckt? Na, Yunaka, dann kannst du den doch fertig machen. Erlaub mir. Power blooms in me. Und ihr könnt schon mal die nächsten Gegner anlocken. Gut, mein Plan, den anzulocken, hat funktioniert. Ich krieg keinen Schaden. Und das ist auch mein Plan. Das war sein Todesurteil. Ja. Level 7 Vasily. Große Schritte wie dieser sind Früchte meiner Bemühungen, mich zu verbessern. Ohne noch mehr. Okay, kein Problem. Dann gehen wir schon mal weiter vorwärts. Soweit wir können. Nutz mal Purgativ. Damit Frame auch wieder Erfahrungspunkte kriegt. Katze, nicht da hoch. Eine Sekunde. So, Yunaka, du kannst auch noch mal hier hin. Ja, okay, okay, Alfred. Weiß nicht, wie lange du brauchst, bis du bei uns bist, deswegen lass dir ruhig Zeit. Komm schon mal hier raus. Ich werde ja schon mal hier hingehen. Und ich locke ich weiter hier hin. Gut, das war mein Plan. Wenn ich die jetzt so wegballern. Dem Schnitter. Haben die überhaupt Erfahrungspunkte gebracht? Habe ich jetzt nicht gesehen. So, dann gehen wir mal weiter hier hin, bis alle hier versammelt sind. Mal gucken, wie lange das dauert. Ah, vielleicht verzichte ich auf Alfred. Katze nicht da hoch. Das kann was werden. Perfekte Aufnahme gerade. I'm sorry. Man muss auch mal das Unerwartete erwarten. Nein, bitte nicht. Ich muss. Oh ne, ich hab jetzt. Oh nee. Hoffe, das überleben die. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, und du bist erledigt. Kagetsu ist halt eben der Beste. Das könnte Schmerzhaft werden, 17. Okay, das geht noch. Und trifft eventuell nicht. Und der Nächste, der von Kagetsu einer Affinis bekommen möchte.
Weißt du was? Ich gönne dir die Erfahrungspunkte. Me first. My goodness, how awful. So, Gagetsu, du machst den jetzt hier platt. Der ist mein liebster Einheit hier. Der ist voll overpowered. Und das mag ich. So, okay, dann würde ich mal sagen. So, geh bitte hier hin. Gehst hier hin. Du machst Protektion. Und ihr geht einfach alle weiter nach vorne. Navi, die schicke ich auch mal hier hin, weil ich dir vertraue. Du gehst bitte hier hin. Und du gehst bitte hier hin. Und dann super enden. Alpha kann da hinten bleiben. Nothing I hate worse than a meddler. You stuck your nose in our business, you'll pay. Das wäre auch albern gewesen, hätte der getroffen jetzt mit so wenig Prozent. Okay, mal gucken, ob wir den schon mal down kriegen. Mit der Phase kriegen wir den schon mal down. Mache 44 Schaden, da wäre ein bisschen verschwendet. Dann machen wir richtig Schaden. Aber trifft noch zu 12%. Ich riskiere es. Ich habe ja Fremd zum Heilen. Ach, Nulltreffer. Ach, weil ich jetzt im Wald bin. Okay. Gut gemacht, Marin. Ich bleibe am Siegen meiner Feinde gelassen. Das ist nun mal meine Art. So. Mit Vibration an, es sei denn, ich habe eine stärkere Waffe. Nur dann Vibration. Ich habe immer noch auf 80% Chance auf einen Quit. Ready yourself. Ui. Na, 60. Was it much of a big brother? Was I? Den kann ich auch so angreifen. Oh, One-Hit sogar. That is that. Elfen unterhalten. Okay, Fram, bitte mach mal Purgativ. Thank you kindly. Nicht dafür. So, kannst du den noch nicht vernichten, okay. Kannst du den denn schon mal eine Runde? Und mit Elfenflug kann ich ein bisschen K.O. hauen. Dann machen wir auch noch 10 Schaden, das sollte eigentlich gehen. The Oasis is ours, you hear? We've got exclusive plundering rights. Here we go! Me too! Aber er hat nicht getroffen, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Weil kommst du denn eigentlich nicht besonders weit, ne? Och, ich könnte hier schon mal.
Warte, wie viel Angriff machst du denn? Und 20, du hast eine Verteidigung von 15. Könnte das eine Runde überleben, okay. You're done for. Brother! Ich fühle mich stärker. Bin ich tatsächlich zufrieden? Aber achte mich gar nicht. Mach mir einfach weiter. Habe ich noch eine andere Attacke? Die zieht schon mal sehr viel ab. Okay. Guck mal, dann kann ich ja doch so angreifen, ne? Wie viel macht eigentlich Feuer? Feuer macht nicht so viel. Dann machen wir nochmal Elfenlicht. If I may. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie noch hin. Oh ja, definitiv. Mit der Silberlanze. You're done for. Yes, I let my brother down. Again. Oh, Level 19. Weniger ist von der Prinzessin von Solm nicht zu erwarten. Das war ein Scherz, aber es ist schon nicht schlecht, wie stark ich bin. Panette ist aber die Heldin in dieser Runde. Und Kapitel 13 abgeschlossen. Und der Kater ist in Spiellaune. Bitte auf Datei 2. That takes care of that. Sorry for roping you into the scuffle, Divine One. That's all right. But I haven't had a chance to say why I'm here. I already explained this to Queen Sephoria and Prince Fogato, but the Fell Dragon has been released. He's back. It's sudden, I know. You're probably shocked. I already knew. You did? Mom and Fogato did too. We've all known for a while now. Fogato, you too? Sorry. Truth is, our chance meeting in Tula Desert wasn't totally by chance. Were you deceiving us? The opposite, actually. I had to make sure that you weren't deceiving us. When the Fell Dragon returned, we had to take steps to protect our country. I'll lay it out for you. The palace has scouts all over Elios, keeping an eye on the Three Kingdoms. When Illusia brought back the Fell Dragon, we learned about it early on. But we couldn't beat him without the Emblem Rings. And we couldn't use them without you. Our only option was to focus on defense. The Corrupted started appearing, so we had to quickly lay out a plan. And what was the plan? First off, Mom would stay in the palace. She'd work with the Royal Guard to keep out intruders. And we'd send out our militia, the Sentinels, to bolster soldiers' efforts against the Corrupted. As captain, my job was to watch out for the Corrupted near the Illusion border. If someone claimed to be the Divine Dragon, I'd size him up and bring him to the palace. That's why you hid the fact you're a prince. I was in the Sentinels too, and I wandered the country keeping our ring safe. As part of this plan, did you ever consider asking for another country's help? No. Because then we'd have to help them. We can't fight another country's battles. We're stretched thin fighting our own. That's how Solm does it. You scratch your own back, we'll scratch ours. Thank you very much. I see. I'm sorry we misled you. But we did it to protect the Queendom. I don't mean to criticize your country's way of doing things. I'm just surprised. Here's the most important part of the plan, though. If you did turn out to be the Divine Dragon, we'd give you the Ring of the Radiant Hero, and then tell you where to find our other Emblem Ring! Solm has a second ring? Yep, the Ring of the Crux of Fate. It's in the... Your Highness, a message from Solm Palace. Huh? What is it? Hortensia, Princess of Illusia, has breached the palace. Oh. Oh. What? How did she get in? We have to save Mom! Let's go! Oh.
Oh. Das war jetzt gerade der beste Moment. So, dann sammle ich erstmal hier. Oh, kann ich den Creme-Flamingo aufnehmen? Tatsache. Leute, jetzt haben wir einen Flamingo. Jetzt einfach mal einen Flamingo. Ja, da vorne sind Items zum Mitnehmen. Und zwar einmal Stabären und Gewürze. Hier ist jemand zum Reden. Indeed. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Göttlicher. Wir müssen so schnell wie möglich diese Eindringlinge unschädlich machen. Ich weiß schon, dass wir kein Halloween haben. Aber ich mag den Skin. Wow. Ihr seid der Würmgott. Ich vergöttere Drachen. Wäre dieser Palast nicht angegriffen worden, würde ich zu gerne mit euch plaudern. Können wir ja auch danach. Warte, erstmal sammle ich das hier auf. Und zwar 100 Fragmente des Bandes. Göttlicher, ich mache mir solche Sorgen um meine Mama. Lass uns so schnell wie möglich zum Palast gehen, ja? Definitiv. So, sonst noch irgendwie? Ja, da hinten ist noch ein Item. Ich gebe es Horst ungern zu, aber es war schlau von ihnen anzugreifen, wenn wir fort waren. Lass uns zurückgehen. Hohohoho. Lass das bloß nicht deine Schwester hören. Ach, da drin. Eine Kartoffel. Okay, dann würde ich mal sagen, brechen wir doch mal auf Richtung Somnir. Schau mal, was dort jetzt auf uns wartet. Ich möchte schon gerne eine Meistersäge holen, wenn Gemenia oder wie die nochmal hieß, bald Level 20 ist, können wir die dann auch aufwerten, weil die mochte ich auch. Vom Kampfstil her. Die sind eh alle sehr leicht zu trainieren. Na gut, ich spiele auch auf normal. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man jetzt auf eine höhere Schwierigkeitsstufe spielt. Wenn man hier nochmal Meister ist? Nein, du warst die Boutique. Be well. Be well. Kann man Waffen verstärken? Ach, hier konnte ich ja Meistersäge holen. Weil ich überhaupt noch genug Geld dafür habe. Nein, mir fehlen genau 200 Münzen. Do come again. Aber dann kann ich Sachen verkaufen. Welcome. Was ich nicht mehr brauche. Warum? Ich muss nur irgendwie was loswerden. Ich hoffe, sind ja alles noch Vorräte, also nichts, dass ich jetzt hier aus Versehen jemanden wegnehmen würde, ne? Fortschritt, was er teleportiert. Na, teleportieren man nutzt sich ja so gut wie nie. So, und da möchte ich mal kurz ein Meistersiegel kaufen und offscreen werde ich dann höchstwahrscheinlich am Wochenende mal wieder ein paar Offscreen-Kämpfe machen für Geld. I thank you. I thank you. Do come again. So, haben wir Unterstützungsgespräche mit Ivy und Allcrest. Did you need something from me, Prince Allcrest? I see. You are pretending to ignore me. I still refuse to forgive you. You know why. How else should I behave in the presence of someone who helped to murder my father? I apologize for my part in your father's death. You do? I know an apology can't heal your wounds, or really achieve much at all, but we are now allies. I think it's important we find what common ground we can and meet each other halfway. That is why I'm taking this crucial first step. I am truly sorry about your father. Princess Ivy, I used to fear your family and your country.
I never dreamed we'd end up on the same side. Life is so unpredictable. It pushes us forward, ready or not. Holding on to past prejudices will only trip us up. From now on, I promise to do my best to find that common ground you mentioned. Thank you. But you should know that staring is rude. You're right. I apologize for being so careless. I won't let it happen again. At least we're looking in the same direction. Perhaps better times lie ahead. Die ersten Wogen werden geklettert. Bin ich mal gespannt, wie es mit dem weitergeht. Ich glaube, die müsste ich mal öfters dem anderen daher halten. So, dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich jetzt noch mal kurz die Arena. Trainiere ein paar Einheiten, die kurz vom Level-Up sind. Dann schauen wir doch mal. Standard, so... Ups, kurz vom Level ab. Du auch. Level 19. Du bist auch kurz vor Level ab. Du eigentlich auch. Ja, wie sieht's denn mit... Oh. Komm, ich trainiere Jean auch mal. Hi there, I'm Jean. Dann haben wir zumindest ein paar neue Gespräche. This is my chance to shine. Oh Gott. Tut mir leid, Jean. Das ist überhaupt keine Chance. Das reicht für ein Level Up. So. Kämpfe du eine Runde, dann bist du auch Level 10. Oh, jetzt bin ich gespannt, wer gewinnt. But I must try. Also eigentlich sieht es so aus, als würde Orquist gewinnen. Ja gut, never mind. Dann Sol, bitte mach du zumindest ein Level ab. No holding back. I have been waiting for this. Na, ich glaube, Vanda kann einstecken. I must continue to improve. Somehow I won. Das sollte helfen. Unterstützungs-Setup. So, dann können wir doch mal hier wieder verlassen. Ach, die, die wir nicht haben, sind ausgegraut. Okay. Weiß nicht, ob es sich lohnt, alle zu leveln. Ich glaube eher nicht. Ich nur gerne zur Zentralplatz, bitte. Wobei, wir können ja jetzt auf die Weltkarte gehen. Ich denke mal, wir haben ja keine Gespräche mehr. Dann hören wir heute mal auf der Weltkarte auf. Andererseits, nein, eines mache ich noch. Das mache ich jetzt dann auch mal onscreen. Und zwar kann ich das auch hier ausmachen. Dann gehen wir einfach so hin. So, dann schauen wir doch mal, mit wem sind wir denn kurz vor? Ah, Fram. Okay, dann benutzen wir doch mal Fram hier. Direkt zu den Ergebnissen. Dass wir jetzt so nach und nach die ganzen A-Gespräche haben. Okay, was kann man nach jedem Kampf machen? Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle, geh mir noch auf die Weltkarte, bevor ich das wieder vergesse. Aber ich habe doch keine Unterstützungsgespräche, genau. Okay, dann
zur Weltkarte. Wir müssten ja auch eigentlich ein neues Nebenkapitel erhalten haben. Ganz da hinten. Halleluja. Wir können schon aufhören, den ganzen Gegner hier zu spawnen. Okay, dann rennen wir mal zur Nebenmission hin. Dann machen wir dort in der nächsten Folge weiter. Folge oder Folgen, je nachdem, wie lange das Kapitel dauert. Nebenquest, Festung der Hoffnung. Okay, da bin ich mal gespannt. Dann sage ich jetzt aber wirklich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Engage. Bis dahin. Tüdelü.